eine Weile, bis sie dann wirklich mit den Speeren kamen, und obwohl wir uns im Freien befanden, hing noch immer der Geruch von verschmortem Fleisch in der Luft. Der vom hohen Volk, dem sie die Hand verbrannt hatten, wimmerte leise. Den anderen hatten sie neben ihm am Bauzaun festgemacht. Beide hingen in einer Kreuzigungspose mit zur Seite ausgestreckten Armen da. Herr Paul neben mir auf dem Eingangspodest der Kirche brabbelte immer noch sein Mantra vor sich hin. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es Seine Worte gingen unter im selbstherrlichen Geschwätz, mit dem Benito seinen Leuten die Wartezeit versüßen wollte Seht uns an. Seht den Mann und die Frau an, die neben euch stehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir befinden uns an der Spitze der Nahrungskette, jeder von uns ist ein König, jeder von uns ist der Herr seines eigenen Geschicks, ein Wolf, ein Bär oder sonst ein Raubtier, das sich nimmt, was ihm zusteht, das seine Natur hemmungslos auslebt und sich nicht durch Gesetze oder falsche Gebote davon abhalten lässt, seine Bestimmung zu finden. Darin sind wir vereint unter dem Willen des Kardinals. Und nun seht euch noch einmal um, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben diese beschissene kleine Stadt zu unserer gemacht. Unsere Bäuche werden voll sein bis weit ins nächste Jahr hinein. Wir können uns hier niederlassen oder wir können weiterziehen, ganz wie es uns gefällt. Das werden wir morgen entscheiden. Heute ist es Zeit zu feiern. Nicht nur haben wir erfolgreich Beute gemacht, Nein, auch ein ganz besonderer Fang ist uns heute ins Netz gegangen. Mit theatralischer Geste zeigte er auf mich. Dieser Scheißkerl, oder vielmehr das, was nachher noch von ihm übrig ist, wird uns unter den Kindern des Kardinals zu Legenden machen. Mir wird es ein ganz besonderes Vergnügen sein, seinen ekelhaften Leib in eine Form zu bringen, die dem Kardinal gefallen wird. Ich werde Bewegung in den Reihen der Degenerierten. Einige traten beiseite und ließen zwei durch, die die Arme voller Speere hatten. Da. Nun kann der unterhaltsame Teil endlich beginnen. Mit einer übertriebenen Verbeugung nahm Benito einen der Speere, einen mannshohen von der Rinde befreiten Holzstab, den man am oberen Ende gespalten hatte, um die Klinge eines Küchenmessers im Spalt zu befestigen, und wedelte ihn etwa so affektiert damit herum, wie es Errol Flynn in einem Mandel- und Degenfilm mit seinem, ja, Degen eben getan hätte. Seine Kapriolen wurden mit fröhlichen auffordernden Rufen endlich zu beginnen und spärlichem Beifall kommentiert. Ich nutzte diesen Moment, in dem Benito sich ganz seiner Meute widmete, um den Kopf zu drehen. Ich wollte einen Blick auf Tommy erhaschen. Zuerst kam Herr Paul in mein Blickfeld, der noch immer dieselben drei Worte vor sich hin stammelte. Wie ich kniete er, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Ich drehte mich weiter, und niemand schien Anstoß daran zu nehmen. Alle Blicke waren auf Benito gerichtet. Hinter Herrn Paul standen zwei Decks und teilten sich eine Flasche Grappa. Mehr konnte ich nicht erkennen, ohne meinen gesamten Oberkörper zu drehen, und das wagte ich nicht. Stattdessen drehte ich meinen Kopf in die andere Richtung. Mein Blick streifte Benito, der den Speer gerade waagerecht auf seinem Zeigefinger balancierte, dann das Grauen in den Gesichtern der beiden vom hohen Volk. Ihre Augen verfolgten jede von Benitos Bewegungen. Der Platz neben mir, der Raum, den die beiden Männer vorhin noch eingenommen hatten, wirkte auf schwer zu beschreibende Weise leerer als leer. Dann wieder Degenerierte, die sich seitlich hinter mir auf dem Podest befanden. Wieder nichts von Tommy zu sehen. Er musste sich direkt hinter mir befinden. Ich konnte seine Nähe spüren, bildete ich mir ein konnte spüren, wie sein stechender Blick, ein Blick, der viel zu alt war für sein Kindergesicht, sich in meinen Hinterkopf bohrte. Ich war mir fast sicher, dass Tommy nichts von dem Theater, das Benito wenige Meter entfernt in der Mitte des Kreises aufführte, mitbekam, dass er zur Gänze von seinen Rachegedanken beherrscht wurde. Unten hatte der degenerierten Anführer sich wohl ausreichend mit dem Speer vertraut gemacht. Unter dem Gejohle der umstehenden Decks deutete er immer wieder Würfe an, brach diese aber im letzten Moment ab. Jedes Mal zuckten die beiden, dicht nebeneinander an den Bauzaun gefesselten Angehörigen des Hohen Volkes zusammen, verkrampften sich, und doch konnte man ihnen ansehen, dass sie sich darum bemühten, keine Schwäche zu zeigen. Es gelang ihnen nicht so richtig. Mit jedem angedeuteten Speerwurf schlich sich der Terror tiefer in ihre Augen und spiegelte sich auf ihren Gesichtern wieder. Es dämmerte jetzt bereits merklich, und die aufgestellten Fackeln, Lampen und Feuerschalen tauchten die Szenerie in gespenstisches Flackern. Auch auf dem Podest, auf dem ich und Paul knieten, hatte man Feuerschalen aufgestellt. Ich konnte ihre Wärme spüren, auch wenn ich sie nicht sehen konnte. Wann fängt er denn endlich an?", eine quengelnde Kinderstimme. Tommys quengelnde Stimme. Das erste, was ich von ihm hörte seit einer Ewigkeit, seit einer scheinbaren Ewigkeit, seit der Sache mit dem Feuerwehrhaus, wenn man von seinem Orgelspiel absehen wollte. Das waren die ersten Worte und mit ihnen verlangte er, dass das foltern Endlich beginnen sollte. Benito macht doch nur ein bisschen Spaß mit den beiden. Sei nicht zu ungeduldig. Er versteht es sehr gut, ein Maximum an Amüsement aus unseren Gefangenen herauszuholen. Was weißt du doch? Eine sanfte, mütterliche Frauenstimme. Sibylle. Vor meinem inneren Auge sah ich sie hinter Tommy stehen. Beide Hände auf seine Schultern gelegt. Vielleicht auch eine auf seinen Kopf. Ganz die stolze Mutter. Dieses Bild ekelte mich so sehr an, dass ich meine Gefühle nicht in Worte fassen kann. Jetzt hab ich es raus. Kleiner Finger, Hand rechts außen. Benito warf den Speer, und als er flog, dachte ich groteskerweise darüber nach, wie seltsam es aussah, den kleinen Mann die große Waffe werfen zu sehen. Der Speer traf genau so, wie Benito es vorausgesagt hatte den kleinen Finger des Mannes mit den verbrannten Händen. Sein Schrei gellte durch die Nacht, als der Speer am Zaun entlang nach unten klapperte und zeitgleich mit den abgetrennten Fingern den Boden berührte. In den panischen, qualvollen Schrei des Mannes mischte sich das Lachen der Umstehenden. Das von Benito konnte ich heraushören. Es brach als erstes ab, und mit plötzlich verärgert klingender Stimme hörte ich ihn rufen Nein. Nein, nein, nein. Es war nichts. Kein guter Wurf. Wieso applaudiert ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass ich den Ring und den Mittelfinger gleich mit entfernt habe, ihr dämlichen Idioten? Gib das her, blaffte er einer der Decks an, die die Speere für ihn bereit hielten. Er riss ihr einen neuen aus der Hand und begutachtete die Spitze. Wieder war es ein Küchenmesser, das man dort angebracht hatte. Ihr dämlichen Idioten! Könnt ihr nicht sehen, dass die Klingen viel zu breit sind? Mit diesen Worten wirbelte er die Waffe herum und zog der Deck das stumpfe Ende des Speers quer durch die Fresse, so beiläufig, als würde er sich am Kopf kratzen. Er wartete nicht einmal ab, um die Frau zu Boden gehen zu sehen, bevor er weitersprach. Mit den Speeren ist der Spaß doch viel zu schnell vorbei. Wieso sagt mir das keiner von euch Affen? Wir machen etwas anderes. Er bringt die Pfeile, aber nicht die für den Kampf. Bringt die Pfeile, die wir für die Vogeljagd verwenden, und mehr Alkohol. Viel mehr Alkohol. Wir machen einen Wettbewerb. Ja, das ist eine brillante Idee. Treffen oder trinken, was sagt ihr? Allseits zustimmendes Gejohle. Die Masse der Degenerierten kam in Bewegung. Manche hasteten hierhin, manche dorthin. Treffen oder trinken, griffen sie die neue Maxime auf, und gröllten sie durch die Nacht, beseelt von Bosheit und einer verdrehten Art von Lust. Benito lachte jetzt wieder, drehte sich mit ausgebreiteten Armen im Kreis und feuerte seine Leute an sich zu beeilen mit den Pfeilen und dem Schnaps. Dann baute er sich direkt vor mir auf, sprach aber über mich hinweg. Liebling, was hältst du von der Idee? Wirst du mitspielen? Klar werde ich mitspielen, da kannst du dir sicher sein, die Idee ist hervorragend. Es wird ein Riesenspaß. Benito nickte zufrieden ob der bestätigenden Worte von Sibylle. Tommy, willst du auch? Klar will ich. Nichts lieber als das. Benito streckte die Hände nach ihnen aus. Tommy kam von links in mein Blickfeld, Sibylle von rechts. Sie ergriffen Benitos Hände und ließen sich von ihm in die Mitte des Kreises führen. Er legte ihnen die Arme um die Schultern und baute sich vor mir und Herrn Paul auf, während um ihn herum immer noch Unruhe herrschte. Ich versuchte ihn zu ignorieren, während er vollmundige und selbstherrliche Ankündigungen machte, wie spaßig dieser Abend noch werden würde. Vor allem Paul forderte er auf, ganz genau hinzusehen, was nun passieren würde, denn auch ihm stünde es bevor. Der ließ sich nicht beeindrucken und murmelte weiter sein ewiges Tut mir leid vor sich hin, die Augen gen Himmel gerichtet. Ich dagegen heftete meinen Blick auf die beiden vom hohen Volk. Der Blick in die Gesichter der beiden Männer erlaubte mir, den Anblick von Benito, Tommy und Sibylle aus meinen Gedanken zu verbannen. Zumindest halbwegs. Ein perverses Zerrbild einer Familie waren sie, eine Karikatur die mich auf schreckliche Weise an Lebensmittel- oder Zahnpasta-Werbung erinnerte, wie sie sich da vor mir aufgebaut hatten und mich breit angrinsten. Zumindest Benito und Sibylle taten das, Tommy nicht. Er starrte. Sibylles Grinsen wurde noch etwas breiter, als Benitos Hand von ihrer Schulter wanderte, eine ihrer Brüste umschloß und rhythmisch presste. Sie schmiegte sich enger an ihn. Tommy war der einzige der drei, der nicht auf schrecklich falsche Art und Weise euphorisch wirkte. Er starrte mich einfach nur mit ausdruckslosen Augen an, mit kalten Augen, in denen doch eine mörderische Wut brannte. Dann endlich kamen sie mit den Pfeilen und einem Bogen, und Sibylle löste sich von Benito, der die freigewordene Hand auf Tommys andere Schulter legte. Eine Degenerierte, die Sibylle irgendwie ähnlich sah, hielt Benito zwei mit Pfeilen vollgestopfte Köcher hin. Er zog einen Pfeil heraus, sah sich kurz die Spitze an und warf ihn mir dann vor die Füße. Ich konnte sehen, dass es sich lediglich um eine Holzspitze handelte, mehr schlecht als recht bearbeitet. Großartig. Die sind genau das, was wir brauchen. Werden nicht zu tief eindringen. Wenn wir mit den beiden fertig sind, werden sie aussehen wie Igel und immer noch am Leben sein. Noch mehr Alkohol wurde gebracht. Ein Degenerierter, der zur Fressersgruppe zu gehören schien, wenn man von seiner Statur und dem Knochenschmuck ausgehen mochte, wurde zum Schiedsrichter bestimmt, und die Flaschen wurden auf einem kleinen Klapptisch aufgereiht. Feierlich schraubte Benito eine nach der anderen auf, bevor er den Bogen an Tommy weiterreichte und ihn aufforderte zu beginnen. Tommy griff nach der Waffe und zog einen der Holzpfeile aus dem rechten der beiden Köcher, die man inzwischen ebenfalls auf den Tisch mit den Flaschen abgelegt hatte. Feuerhand, Unterschenkel links war Tommys Stimme laut und deutlich zu vernehmen. Benito wiederholte die Zielauswahl des jungen mit Begeisterung und fügte hinzu: ihr seht, mein kleiner schöner Zögling macht es sich nicht einfach. Ich finde, das ist einen Applaus wert. Findet ihr nicht? Tommy bekam seinen Applaus. Mir fiel auf, dass auch diejenigen der Degenerierten, die nicht so aussahen, als würden sie an dem Spiel teilnehmen wollen, Flaschen in Händen hielten. Bereits jetzt wiesen einige von ihnen glasige Augen auf und wankten. Auf Tommys Gesicht lag kein anderer Ausdruck als der von Konzentration und Vorfreude, als er den Pfeil auflegte und die Sehne spannte. Im flackernden Licht konnte ich sehen, wie er sich anstrengte, und doch gelang es ihm nicht, die Bogensehne ganz bis ans Kinn zu ziehen. Aber davon ließ er sich nicht beirren. Er strengte sich noch mehr an, zog die Sehne noch einen Zentimeter weiter, zielte, dann ließ er los, und der mit grauschwarzen Vogelfedern versehene Pfeil fand sein Ziel. Das hölzerne Geschoss blieb im Unterschenkel desjenigen stecken, dem sie die Hand verbrannt hatten. Wie Benito vorhergesehen hatte, drang der Pfeil nicht wirklich tief ein. Drei oder vielleicht fünf Zentimeter. Trunkener Applaus brandete auf, als der getroffene aufschrie. Sein Schrei brach vor dem Applaus ab. Ich konnte sehen, dass er die Zähne zusammenbiss. Seine Kieferknochen traten stark hervor. Die Adern auf seinem rasierten Schädel pulsierten. Mit entsetzt aufgerissenen Augen starrte sein Schicksalsgenosse neben ihm nach schräg unten auf den Pfeil. Ich wußte genau, dass ich in eben diesem Moment das Grauen auch in ihm ausbreitete, das Grauen davor, auf schreckliche Art und Weise verstümmelt zu werden, deformiert, das eigene Fleisch für immer verändert durch die Hände von Menschen, die man selbst verabscheute dies konnte gravierendere Folgen für die Psyche haben als die Gewissheit eines baldigen Todes Fleisch für immer verformt und gezeichnet gegen den eigenen Willen. Aber gut, sie würden nicht mehr lange genug leben, um unter dem Trauma zu leiden. Unter Benitos ekelhaften Schulterklopfen und nach einem langen Kuss auf seinen Mund übergab Tommy den Bogen an Sibylle. Diese wollte Tommy nichts nachstehen und sagte den rechten Unterschenkel des anderen Mannes als Ziel an. Auch diese Auswahl wiederholte Benito in Showmaster Manier. Sie hatte nicht so viel Mühe, den Bogen zu spannen und ließ sich auch mit dem Zielen weniger Zeit, als Tommy es getan hatte. Der Jagdpfeil ging fehl. Er blieb nicht stecken, nachdem er mit einem recht leisen, trockenen Laut gegen die Kniescheibe des Mannes geprallt war er schrie trotzdem. Oh, ich glaube, das bedeutet trinken, meine Liebe, verkündete Benito und hielt der leicht verärgert reinblickenden Frau den Becher hin. Ich sah die Muskeln ihres Halses sich bewegen, als sie trank. Seht ihr, wie gierig sie schluckt? Das ist mein Prachtweib. Einen donnernden Applaus für sie. Benito hatte Tommys Schultern festgedrückt, als er diese Worte in die Nacht gerufen hatte, und der Applaus ließ nicht auf sich warten. Andere kamen an die Reihe, sie schossen, und manche von ihnen trafen, und manche von ihnen tranken. Die wehrlosen Opfer am Bauzaun hielten sich aufrecht, solange sie konnten, versuchten ihre Würde zu bewahren. Ich versuchte dasselbe. Ich fühlte mich schuldig ihnen gegenüber, weil ich zusehen durfte, auch wenn es nur für den Moment war, weil ich Zeuge ihres Sterbens sein durfte, ohne selbst betroffen zu sein. Ich sah zu, solange ich konnte, weil ich dachte, dass ich es ihnen schuldete. Aber dann, irgendwann, wie schon zuvor bei der Folterung Einhands durch den Iwan, begann ich meinen Geist abdriften zu lassen. Ich konnte nicht anders, es geschah ganz von selbst mein gehirn formulierte absurde fragen und gedanken von welchen vögeln die federn wohl stammten die sie an den pfeilen angebracht hatten wie hatten sie die gejagt wer von denen ist für bogenbau und die herstellung der pfeile verantwortlich ist einer von ihnen der friseur von benito was hier wäre eine erfolgreiche fernsehshow oder nicht pay tv vermutlich die Japaner würden sich als Erste darauf stürzen. Diese Fragen waren es und weitere, die nur dazu dienten, mich von dem Grauen, das sich direkt vor meinen Augen abspielte, abzulenken. Tief in mir drin wusste ich das, aber ich konnte nichts dagegen tun. Es war immerhin allemal besser, als die Schreie der armen Schweine hören zu müssen oder das ewige Tut mir leid von Herrn Paul. In einem meiner wachen Momente warf ich ihm einen Blick zu. Er konnte seine Augen nicht vom Geschehen lösen, sie waren weit aufgerissen, sogen alles in sich auf, und ich hörte sein Gehirn ihm sagen, »Was hast du getan, das ist alles deine Schuld. Tommy war wieder an der Reihe mit Schießen. Diesmal sagte er Feuerhand, Auge links. Benito war das Wiederholen der Zielankündigungen wohl langweilig geworden, denn er nickte lediglich. Tommy zielte und traf, und dieser Schrei war der langanhaltendste bisher. Der Junge freute sich, als hätte er sein Weihnachtsgeschenk eine Woche früher bekommen. Diese ungefilterte Freude, dieser so unpassende Gesichtsausdruck war es, der mich ins Hier und Jetzt zurückkehren ließ. Die beiden vom hohen Volk hatten kaum noch Kraft, sich aufrecht zu halten. Schwer hingen sie an ihren Fesseln. In jedem von ihnen staken mindestens zwanzig Pfeile. Benito nahm Tommy den Bogen aus der Hand und ging zum Tisch hinüber, wo er sich den Becher erneut füllte. Als er sich einen Schluck genehmigt hatte, griff er nach den beiden Pfeilköchern. Mit einem übertrieben traurigen Gesichtsausdruck beschwerte er sich darüber, dass sie schon leer waren. Dann warf er einen der leeren Köcher in Tommys Richtung und sagte Geh pflücken, Jungchen. Benito ging hinüber zu Sibylle und ließ seine Hände über ihren Körper wandern, während die beiden, umringt von ihren johlenden Männern und Frauen, dabei zusahen, wie Tommy seinen Auftrag erledigt hatte. Noch immer, oder besser gesagt schon wieder, hatte ich Herrn Pauls Gemurmel im Ohr. Tut mir leid, Tut mir leid, tut mir leid, es tut mir so leid. Eine Weile sahen alle zu, wie Tommy einen Pfeil nach dem anderen aus den beinahe schon leblosen Körpern der beiden vom hohen Volk pflückte und mit den rot getauchten Spitzen nach unten in den Köcher steckte. Sie schrien nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange das schon so war. Hin und wieder zuckten oder stöhnten sie schwach, wenn der Junge einen Pfeil aus ihnen herausriß. Ihr Blut begann stärker zu fließen. Benito wandte seinen Blick von Tommy ab und ließ ihn über mich gleiten, während er immer noch an Sibylle herumfingerte. Die zwei sind langweilig geworden. Fresser? Hol sie dir. Wir machen jetzt mit dem kleinen Verräter weiter. Er ist noch frisch, sagte er heiter. Fresser und eine Handvoll seiner Leute kamen langsam heran, um dem Befehl Folge zu leisten, sobald Tommy mit dem Herauspflücken der Pfeile fertig sein würde. Neben mir wurde Herr Paul auf die Füße gerissen. Tommy hatte jetzt nur noch drei Pfeile vor sich. Einen zog er aus dem Unterleib des rechten Opfers, einen aus dem desjenigen mit der verbrannten Hand, und zu guter Letzt griff er nach dem Pfeil, der im Auge desselben Mannes steckte. Neben mir führten sie Herrn Paul nach unten, und eine Degenerierte begann, seine hinter dem Rücken zusammengebundenen Hände von den Fesseln zu befreien, damit sie ihn in derselben Kreuzigungsposition ans Baustellengitter binden konnten, wie sie es auch mit denen vom hohen Volk getan hatten. Das war ein wenig zu früh. In dem Moment, in dem Tommy den Pfeil aus der Augenhöhle riss und begutachtete, was daran hängen geblieben war, konnte ich sehen, dass sich etwas in Herrn Paul veränderte. Noch immer murmelte er sein Mantra vor sich hin, aber seine Haltung hatte sich gewandelt. Die sonst nach unten hängenden Schultern strafften sich. Tommy war irgendwie blass geworden, während er die Reste des Auges begutachtete. Der Geblendete schrie jetzt wieder, hoch und schrill und wie ein Tier, das in eine Falle geraten war, als er sein eigenes Auge auf dem Holzspieß sehen konnte. Während Fresser und seine Leute vortraten, um die beiden Menschenbündel vom Bauzaun loszumachen und ihnen irgendwo abseits des Treibens den Rest zu geben, wurde Tommy noch blasser. Der Anblick schien ihn zu faszinieren ich konnte erkennen, dass er wohl nicht in der Lage war, seinen Blick zu lösen. Benito bemerkte das auch und machte einen Schritt nach vorn, um Tommy zu helfen, die Stirn sorgenvoll gerunzelt. Doch zu spät. Der Junge kippte um und begann sich in Spasmen zu winden und mindestens so schrill zu schreien, wie es auch sein Opfer tat. Scheiße. Er hat wieder einen Anfall. Sibylle, hilf mir. Fast zeitgleich stürmten Benito und Sibylle auf den sich windenden Jungen zu. Echte Sorge lag in ihren Blicken. Fresser und seine Kumpane zerrten inzwischen die so gut wie Toten vom hohen Volk aus dem Halbkreis der Umstehenden heraus. Jetzt handelte Herr Paul. Mit einer Bewegung, die so schnell war, daß ich sie diesem verräterischen Jammerlappen niemals zugetraut hätte, riss er einem seiner Bewacher das Messer aus dem Gürtel und stieß zu. Hinter mir Bewegung. Decks stürmten an mir vorbei, um den Rasenden unter Kontrolle zu bringen. Das Opfer seines Messerstiches war zu Boden gegangen, und mit einem diagonal geführten Schlag zog Herr Paul einem anderen Degenerierten das Messer quer durchs Gesicht. Neue Schreie mischten sich in die von Tommy, dem Geblendeten und den Lautäußerungen von Herrn Paul. Immer noch bestanden diese nur aus Tut mir leid. Aber er murmelte sie jetzt nicht mehr. Er brüllte sie, während er wahllos und wie ein Irrer auf die stark angetrunkenen Degenerierten einstach. Plötzlich wurde es hinter mir heller, heller und dann wärmer. Jetzt wagte ich es, mich ganz umzudrehen. Die Decks, die hinter mir gestanden hatten, jetzt versuchten Herrn Paul beizukommen, ohne sich einen Messerstich einzuhandeln. Einer von ihnen musste seine Fackel fallen gelassen haben, um die Hand frei zu haben. Ich war unbeobachtet. Schnell robbte ich zur Fackel hin. Ich wusste, ich würde mir Verbrennungen zuziehen, aber es musste mir gelingen, meine Fesseln loszuwerden. Eine bessere Gelegenheit als diese würde ich nicht bekommen. Ich hielt meine Hände in die Flamme, und während ich versuchte, den Schmerz und den Geruch von verbrannter Haut und das Chaos, das sich vor meinen Augen abspielte, zu ignorieren, sah ich mich nach einer Waffe um. Nichts Brauchbares in Sicht. Doch der Holzpfeil, den Benito mir so selbstherrlich vor die Füße geworfen hatte, noch immer schenkte mir niemand Beachtung. Es tat scheiße weh und ich vermied es mir auszumalen, wie meine Hände und Handgelenke wohl aussehen mochten, damit ich noch ein wenig länger aushalten konnte. Nur noch ein wenig länger, sagte ich mir immer wieder, während ich an den Fesseln zerrte, so fest ich konnte. Endlich gaben sie nach. Meine Hände waren frei. Ich nahm mir eine halbe Sekunde, um sie zu betrachten. Die Verbrennungen waren weniger schlimm, als der Schmerz mich hatte vermuten lassen. Unten versuchten Benito Sibylle und inzwischen zwei andere immer noch den kreischenden Tommy unter Kontrolle zu bekommen und ihm etwas in den Mund zu stopfen, damit die Spasmen nicht dazu führen würden, dass er sich die Zunge abbiss. Herr Paul blutete inzwischen aus Wunden von mindestens drei Speerstichen. Sie hatten ihn eingekreist, er brüllte immer noch sein ewiges Es tut mir leid. in die Nacht hinein, während er gleichzeitig versuchte, den Speeren auszuweichen und zum Scheitern verurteilte Vorstöße gegen die Decks zu machen. Wenn ich nur wüsste, wo Benito meine Waffen aufbewahrte. Sicher nicht hier draußen, sicher in der Kirche. Ich drehte mich um. Der Weg dorthin war frei. Ich musste mich schnell entscheiden, durfte nicht warten, bis dort unten wieder Ruhe eingekehrt wäre. Ich sprang auf und machte einen schnellen Schritt nach hinten, drehte mich um. Mein Knie wollte mich zuerst nicht tragen. Ich bekam Panik, als es einbrach, und ich in einer sicherlich bizarr aussehenden Haltung für eine weitere, viel zu lange Sekunde verharren musste. Dann hatte ich den Schwächepunkt überwunden und die Kontrolle über meinen Körper zurück. Ich rannte in die Kirche hinein. Eine degenerierten Frau, die nicht an dem Spektakel teilgenommen hatte, saß gelangweilt auf dem Altar. Ich sah, dass sie Gedanken verloren mit einer Pistole spielte. Es musste meine sein. Ich rannte auf sie zu. Sie hob den Kopf, als sie die Bewegung bemerkte. In einer anderen Situation hätte der Schrecken auf ihrem besoffenen Gesicht grotesk oder seltsam oder komisch gewirkt. Jetzt hatte ich keine Zeit, mich darüber zu amüsieren. Reflexartig hob sie die Waffe und zielte ungelenk in meine Richtung. Ich sah, wie ihr Zeigefinger sich bewegte. Aber kein Knall, kein Geräusch. Verwunderung zuerst, dann Schrecken machten sich auf ihrem Gesicht bereit. Der Abzug griff nicht. Die Waffe war noch gesichert. Dann war ich bei ihr, packte sie und schlug ihr den Kopf gegen die Kante des Altars und rammte ihr die Spitze des Holzpfeils tief in den Hals.